Und damit ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Pearl. Ha, letzte Folge waren wir ja hier stehen geblieben im, ich wollte gerade sagen, Vertania Wald, aber das ist er gar nicht. Das ist der, Gott, wie hieß er? Der Ewigwald, jawohl, der Ewigwald. So, ich krieg gerade schon wieder Nachrichten. Und da ist er fast wieder abgeschmiert, der Emulator. Ich krieg schon wieder Nachrichten bei WhatsApp. Die ich einfach mal... Ach komm, ich gucke jetzt nach. In zwei Chats. Gut. Nichts Spannendes. Nichts, was mich jetzt aufhalten sollte von der Aufnahme. Dementsprechend machen wir jetzt weiter. Ich komme halt einfach nicht drauf klar, dass sie ein Cresselia hat. Das fühle ich halt so 110%. Und besser muss ich mit Arktos anlegen. Auch wenn wir 11 Level über ihm sind. Unser Mate ist ganz schön lost. Digga, irgendwie leckt es heute. Oh, das ist so cool, dass der Sprite jedes Mal anders ist bei dem Vieh. Das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Wieder einfach rumwackelt. Wie Cresselia, ihr müsst mal darauf achten, wenn der Kampf beginnt, wie Cresselia einfach mit dem Kopf. Junge, mit dem Kopf rumwackelt. Hexilfossil, ein weiteres Gratis-Pokémon. Die wir rein theoretisch. Okay, in ein paar Folgen sogar holen könnten. Die werden dann, glaube ich, Level 20 oder 25. Ich glaube, 25 werden es sein. Also es könnte interessant werden. Ja, vielleicht ein Stück darüber. Oder muss ich ständig die... die... Tasten suchen. Spüre eine eigenartige Präsenz und du verströmst sie. Dieser Wald ist seltsam. Es scheint, als fülle er meine Energie auf. Fühle, genau. Das war ein bisschen daneben gelesen. So. Sitze ich auch wieder etwas mittiger. So gefällt mir das viel, viel mehr. Gefällt es auch mehr, wenn das, warum haben die alle einen Arktos? What the fuck? What the fuck? Mir gefällt es auch viel, viel mehr, wenn das Mikrofon mittig und dann weiter unten ist. So in Kinnhöhe ungefähr, vielleicht ein bisschen unterhalb des Kinns. Ja, ich schätze, hier kann ich nicht viel machen. Kommt im Podium mal rein, beziehungsweise unser guter Noah. Der mir übrigens gerade eben, das ist der Typ, also derjenige, der mir gerade eben auf WhatsApp geschrieben hat, ist der Typ, nach dem dieses Podium benannt wurde. Genau der Noah ist das. Null, merke ich jetzt erst. Das ist ein guter Junge. Ich will jetzt hier keinen anderen Freund runter machen. Aber Noah will ich schon als meinen allerbesten Freund ansehen, ja. Weil der Bro ist halt immer für mich da. Also, falls du das sehen solltest, absolute Ehre geht raus an dich, mein Freund. Um das hier mal gesagt zu haben. So, ich würde sagen... Na, ist Eis, ne? Da müsste Metall effektiv sein, sehr effektiv. Jawohl. Ich wollte erst mit Wasser angreifen, da habe ich ja gemerkt, es ist Eis. Und dann habe ich Metallklaue gesehen, dann dachte ich mir, warte, das funktioniert doch. Ja. So, Noah hat ein nächstes Level erreicht. Nice. Anorita da. Cresselia ist unglaublich scheiße. Guckt's euch an. Cresselia, was soll denn das? Bisschen Teamarbeit habe ich doch wohl von dir verlangen. Das ist Wassergestein, da ist das normal effektiv. Außer ich irre mich. Ne, ist sehr effektiv. Dann war es Käfergestein. Oh, ich kann mich an die Typen von den Fossilen eh nie erinnern. Ich weiß nur, dass Amagaga irgendwie in schlechteste Typkombination hat, die es gibt.
Champion Scott und Champion Max. Okay. Ihr wart die Champions. Na dann, dann Sieg. Danke, ich kann nicht so schnell lesen. Wälder sind mitunter rätselhaft. Sie verströmen diese unerklärbare Energie. Die alte Villa, ich spüre dort eine starke Präsenz. Was du spürst, ist das wahrscheinlich der Kopf von deinem Freund. Nein, nicht. Komische Psychotante. Chrissy rumwackelt. Ich bin so froh, wenn wir der Kampf, wenn wir hier raus sind. Die alte weggeht und Chrissy nicht mehr am rumwackeln ist, als hätte sie einen epileptischen. No front an der Stelle. Gelbstück. Ich weiß nicht mehr, wozu die da waren. Aber doch, ich glaube, ich kann mich erinnern. War eigentlich dafür da, dass man sich im Untergrund irgendwelche Fallen und sowas kaufen konnte? Ich bin mir aber nicht sicher. Der Untergrund, das werden wir uns auch noch angucken. Das ist auch generell so eine Sache, die ich bis heute sehr merkwürdig finde. Auch wenn man... Also generell, wenn man online war in diesem Spiel. Wenn man irgendwie eine Online-Verbindung hergestellt hat. Oder eine drahtlose oder sowas. Zum Beispiel, sei es jetzt oben im Pokémon Center oder sei man jetzt... Unten im Untergrund, das war ja auch Multiplayer. Da konntest du den Nintendo zuklappen und die Musik lief trotzdem weiter. Und das war beunruhigend. Ja, da hinten ist die alte Villa und hier ist endlich vorbei. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Lucia. Ja, und was gibt's als Dankeschön? Feuchten Händedruck? Kannst du dir auch sparen, Mädel. Gute 105. Ist das der Wurmfortsatz von der anderen Route? Oder ist das eine eigene Route? Ne, hier vorne ist auch schon Route 105. Das heißt, wir dürfen hier wieder nichts fangen. Okay, passt auf. Ihr wisst, dass wir das immer so gehandhabt haben. Und zwar, sobald wir... Sobald eine Route durch einen Abschnitt getrennt wurde, zum Beispiel jetzt der Ewigwald, dürfen wir auf der nächsten, also auf dem nächsten Abschnitt, auch wenn es zur gleichen Route gehört, wieder eins fangen. Obwohl, nein, es ist ja nicht getrennt. Hier ist ja der Übergang. Scheiße, dann wird der Kack doch zusammen. Oh, zum Kotzen. Sich zurücklehnen und ab und an angeln. Das ist das Hobby eines Erwachsenen. Ja. Ich habe mir einen angriffslustigen Trainer geangelt. Los geht's. Klar, das Hobby eines Erwachsenen. Ich angel auch, klar. Bin ja auch erwachsen. Ich angel natürlich. Ganz sicher. Wer es nicht wusste, ich bin 18. So, Waldkampf. Ne, Fee war auf Kampf sehr effektiv, oder? Ach, Fee gibt's doch noch gar nicht in der Edition. Das ist alles normal. Ich Vollidiot. Wir hätten das so schön ins Atoma reinkloppen können, das Mistding. Jetzt kriegen wir einen Gesang ab, ne? Ja, aber klar. Oh, zum Kotzen ist das mit dir, Pixie. Der Feentyp, weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Der Feentyp war halt, weiß ich nicht was. Ich habe den nicht gefühlt, ich fühle den bis heute nicht. Und ich spiele auch keine Fee-Pokémon. Könntest du bitte aufwachen, bevor wir wieder Damage kriegen? Nice! So, entweder du greifst jetzt an oder du greifst jetzt an. Oder wie es Todesberg bei Smite sagen würde, entweder du packst jetzt deine Sachen und gehst oder aber du packst jetzt deine Sachen und fährst. So sieht es nämlich aus. Ab nach Hause mit dir, du Ungetier. Ungetier, das kann man vermarkten, lieber Simon.
Wie heißt denn das grüne Monster von Unge? Das habe ich bis heute nicht auf dem Schirm. Das hätte er Ungetier nennen müssen. Nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Ja. Lass kämpfen. Oh Gott, das ist der Capradore-Trainer. Ein Meditalis. Meditalis finde ich irgendwie cool. Das Pokémon fühle ich. Kampf. Ja gut, da kann ich nichts machen. Mit Biss. Generell finde ich die Kombination Kampf-Psycho übelst cool. Um das mal so kurz anzumerken. Ja, es reicht langsam mit Konfusion. Weh, ich bin verwirrt. Natürlich ein Volltreffer. Du bist eine kleine Ratte. Jetzt bitte keine Kampf-Pokémon mehr. Dankeschön. In Leer ein bisschen trainieren. Nein, es ist doch. Oh. Kamaux ist doch ein Typ Flug. Ich voll Idiot. Ich war eben nur so Unlicht. Ich brauche Käfer. Und Flug kontert auch Kampf. Aber nicht so dolle, oder? Na ja gut, dann kommt jetzt möchte gern noch auf Stufe 22. Müssen wir uns das für Leer einfallen lassen. Ne, ich möchte Energiefokus nicht lernen. Das ist eine komplett verschenkte Runde. Oh Gott, wir können eigentlich alles schon wieder mit möchte gern machen. Das ist unglaublich. Dieses Pokémon ist einfach ein Pokémon für alles. Eine Frau für alles. Das war nicht Gestein, das war Feuer. So, wisst ihr, wie zur Verwechslung kam gerade eben? Ich habe ja eine Pokémon Randomizer Nuzlocke Twisted für Pokémon Y gemacht, wo ich auch ein paar Typen von Pokémon umgestellt habe. Da habe ich halt eingestellt, dass Kurtel von Typ Gestein Feuer ist. Und Pokémon wie Glurak jetzt nicht mehr Feuerflug sind, sondern Feuerdrache. Und diese Umstellung bringt jetzt einiges durcheinander bei mir auf meinem Kopf. Nein, Paula ist keine Frau oder ein Mädchen aus meiner Umgebung oder sonstiges. Paula ist meine Katze. Falls jemand fragt, wer das ist. Warum habe ich Paula kein Herz gegeben? Bin ich dumm? Wo ist der Namensbewerter? Ich muss den Namen ändern. Ganz dringend. Imagine, dein Volnona wird von einem Schnurrgast. Schnurrgast? So ähnlich. Umgelegt mit einem einzigen Mogelhieb. Kann ich Mogelhieb jetzt eigentlich wieder einsetzen? Oder geht Mogelhieb nur generell einmal? Ne, okay. Es geht immer nur in der ersten Runde, in der das Pokémon in den Kampf kommt. Merke ich mir, abgespeichert. Wer? Arschloch. Da ist es wieder, du kannst 100.000 Mal als Spieler Giftstachel einsetzen. Nichts wird passieren. Gegner setzt einmal Giftstachel ein. Instant Vergiftung. Ist so. Könnt ihr überprüfen? Ist so. Heatran. Da kommt der Riolu rein. Der gute Philipp. Wann war es Level 30, wenn er sich weiterentwickelt, oder? Boah, freue ich mich drauf. Wir können uns auch eine Chaos Randomizer machen. Da
Da ist dann halt alles komplett zufällig. Auch die Entwicklungen, alles. Das könnte auch lustig werden. Ein Volltreffer. Nice. Da gehen die KP flöten von Heatran. So einfach ist das. Schätze, ich hätte alles etwas ernster nehmen müssen. Ja, vielleicht. Okay, wie regeln wir das? Ich glaube, Noctu kommt nach vorne. Und wir besiegen jetzt noch diesen hier. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Lass uns kämpfen. Okay, zeig mir, wie stark die Pokémon sind. Radikal, mittelmäßig, würde ich sagen. Mittelmäßig unteres Feld. By the way, ich bin eine Eule. Dein Radikal wird gleich sowas von geschickt. Oh, scheiße, Rumpzuglieb ist doch sehr stark, oder? Hat er nicht 95er Stärke hier in der Twisted Challenge? Ich glaube ja. Naja, gut. Die Hornior. Da kommt definitiv der gute Noah rein. Den brauchen wir an der Stelle ganz dringend. Oh, ich fange schon wieder an, dieses Hin und Her, ne? Das ist so eine richtig dumme Angewohnheit von mir. Oh, die Hornier ist auch ein cooles Pokémon. Edelmut von Noah. Okay. So ist. Da geht jemand im Hintergrund richtig ab bei GTA Online gerade. Ich muss sagen, es geht mir schon ein bisschen auf den Pisser. Aber ich werde nichts machen. Noch hält sich die Lautstärke in Grenzen, so dass es nicht in meinem Video spürt. Also muss ich nämlich wieder die Spaß- oder Spielverderber-Keule schwingen. Und mich wieder aufregen. Dann gehe ich ja wieder hin wie so ein aufgeplustertes Hühnchen. Fange dann an rumzupiepsen. Wie kannst du es nur wagen, in meinen Videos laut zu sein? Schäm dich. Du Arsch. Nein, Spaß. Alles Spaß. So. Und durch die Niederlage sind meine Gefühle ganz verworren. Jetzt haben sich meine Füße auch noch verfangen. Autsch, autsch. Siehst du einen? Dann zieh an der Route. Sobald dieses Zeichen erscheint, so angelt man. Ja, dafür brauche ich vielleicht erstmal eine Angel. Werd nicht frech, Kollege. Oh, habe ich gerade einen Eisenschweif bekommen? Also einen Schwerschweif. Ich glaube, der ist mir gerade eben aus der Unterhose gerutscht. Ja gut, das ist einfach nur der Schwanz eines Onyx. By the way, kann es passieren, dass die Rivale uns hier zu einem Kampf herausfordert? Das bedeutet, Paul hat jetzt noch einen KP. Jo. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Natürlich habe ich deine Pokémon für dich. Blub, 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 blub. Bip, 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 bup, 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 bup. Fertig. So, hier Fahrräder. Nee. Hä? Nee, juckt mich nicht. Ihr seht ja da hinten den Professor stehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier Fahrräder. Wo ist der Fahrradmann? Der Manager ist zum Gebäude des Team Galactic gegangen. Aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Oh, mein Freund, ich glaube, ich weiß, was ihn aufhält. Das ist so eine schöne Stadt. Ich habe die übelst anders in Erinnerung.
Ich habe die ultra alt in Erinnerung, aber die Stadt wirkt auf mich gerade eher modern, um ehrlich zu sein. Danke für den Primärball. Was ist das hier? Was? Namensbewertung? Ja! Rein da! Hier, du bist der Namensbewerter, wette ich. Oh, okay, ich habe die Wette verloren. Du vielleicht? Der Namensbewerter, ja! Erstmal möchte gern wieder ändern. Ja, bitte. Bitte, ich muss den Spitznamen korrigieren. Wobei, er ist ja kein Möchtegern mehr. Er ist kein Möchtegern mehr. Oh, ich wollte ihn Meister Peise nennen. Nennen wir ihn einfach Mister Peise. Ja. Erledigt. Von jetzt an heißt das Pokémon Mr. Peise. Ah, schön. So, und Paula kriegt jetzt noch ein Herz. Jawohl. So. Da kriegt Paula das Herz. Zack. Die Musik, Alter. Ich kann mich zum Beispiel an diese Hochhäuser hier gar nicht mehr erinnern. Können wir schon in die Arena? Ich frage für einen Freund. In meiner Arena kämpft niemand gegen die Arena-Leiterin. Also mich. Bevor alle anderen besiegt hat. Ich warte hinten auf dich und viel Glück. Ja, okay. Wir können doch die Arena jetzt schon machen. Oh, warte, müssen wir die Arena nicht sogar vorher machen, weil da irgendwie so ein Baum zum Zerschneiden ist? War das nicht so? Ja. Oh, Cynthia, lol. Oh, ist das ein Pokédex? Du bist bestimmt Professor Eibe. Wie heißt du denn? Ah, so, Lucia. Schön, hallo Lucia. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia, ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Ich studiere die Mythologie der Pokémon. Aus reiner Neugier. Hier in Ewingenau. Ewingenau? Alter, what the fuck. Zum Glück wohne ich da nicht, ich kann den Namen nicht aussprechen. Steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja mal einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier. Das wird dir sicher nützlich sein. Zerschneider. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du durch Gebiete, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können. Weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Schauen wir uns nochmal schnell die Statue an. Ich finde die optische Illusion ehrlich gesagt echt cool. Diese Statue kann nämlich sowohl ein Palkia als auch ein Dialga darstellen. Und das finde ich wirklich wirklich cool. Und mit dieser optischen Illusion würde ich sagen, wir verabschieden uns voneinander. Auf der Pokémon-Statue ist eine Inschrift. Geburt von Pal, Schöpfer der Paralleldimension. Lebendig und doch nicht. Risse im Raum. Um im gleichen Universum zu der Segen von Pal. Der Text ist kaum lesbar und ist an manchen Stellen ganz verschwunden. Auch wenn er jetzt von Palkia die Rede ist, es ist wirklich so. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bleibt gesund. Man sieht sich.